dass wir hier in der Redaktion dieses Wasser, oder ganz egal, ob hier aus dem Aufbereiter oder eben auch das Leitungswasser trinken können, das ist natürlich hier der guten Versorgung und der Wasserwerke zu verdanken und natürlich auch der Aufbereitung des Leitungswassers. Was Kläranlagen so alles wegfiltern, das ist wirklich der Wahnsinn. Tatsächlich auch Drogenrückstände sind da zu finden und Wissenschaftler haben das mal zusammengetragen, jetzt in einer EU-Studie quasi einen Drogenatlas erstellt. Christina Hecking mit mehr. Prost. Diese braune Brühe verrät so einiges. Und zwar über den Drogenkonsum der Einwohner, deren Ausscheidungen in der Toilette landen. Proben aus dieser Saarbrücker Kläranlage belegen, Saarbrücken ist Spitzenreiter beim Konsum vom Amphetamin Speed. Alles, was konsumiert wird, landet letztendlich im Abwasser, weil es wieder ausgeschieden wird. Und im Zulauf von der Kläranlage kann man dann wirklich alles finden, was in dem jeweiligen Einzugsgebiet auch konsumiert wird. Um Drogenrückstände nachweisen zu können, müssen die Wasserproben vor der biologischen Klärung entnommen werden. Und das wurde im Rahmen der Studie in 16 deutschen Städten gemacht. Dann werden diese Daten ausgewertet, analysiert über chemische Labore und dann sind sie vergleichbar über die Städte hinweg. Und auf diese Weise wurde nicht nur der Drogenkonsum in Saarbrücken entschlüsselt. Im deutschlandweiten Vergleich ist eine deutliche Ost-West-Aufteilung sichtbar. Während im Westen eher Amphetamine wie Speed konsumiert werden, spielt Crystal Meth vor allem im Osten und Nordbayern eine Rolle. Spitzenreiter in Sachen Crystal, Chemnitz und Erfurt. Je weiter man auf der Landkarte nach Norden geht, umso häufiger wurde Kokain nachgewiesen. Hier bei Dortmund zum Beispiel absolute Kokainhochburg. Bei Großstädten wie Berlin, Hamburg und München verrät das Abwasser, dass hier die Partydroge Ecstasy besonders beliebt ist. Aber warum sind solche Daten überhaupt interessant? Die Politik und auch die Forschung kann natürlich daraus bestimmte Schlüsse ziehen, wo was zunimmt, wo was abnimmt, ob bestimmte Maßnahmen zum Beispiel greifen, ob Präventionsmaßnahmen greifen. Und so kann die Abwasseranalyse künftig vielleicht einen noch besseren Überblick über Schmuggelwege liefern, um den Dealern ihr tödliches Geschäft zu erschweren.